So, zur Bruchschreibweise. Erstmal ein relativ einfacher Bruch. Wir haben zwei Siebtel in der Eingabe, zwei Bruchtaste, Siebtel. Zwei Siebtel. Mit SD kommt ihr ja immer auf die Dezimalzahl. Manche sagen sich, ich möchte zwei Siebtel lieber im Taschenrechner dann auch so schreiben oder da stehen haben, wie ich es geschriebenerweise auch in meinen Unterlagen habe. Und dann könnt ihr umstellen über Shift, Setup, dann auf 1 und könnt jetzt sagen, ich gehe zuerst auf die Bruchtaste, oben die 2, unten die 7. 2 Siebtel oder mit SD-Taste dann umgeschrieben. Erstmal wieder zurück, wenn man sich jetzt doch sagt, nein, ich möchte lieber die Schreibweise. Shift, Setup, die 2. Nehmen wir jetzt einen etwas schwierigeren Ausdruck. 7 3/4 wäre dann in der Eingabe 7 3/4. 7 Bruchtaste, 3 Bruchtaste, 4. Der Rechner schreibt um in 31/4 mit SD-Taste 7,75. Wenn ihr euch wieder sagt, nein, lieber genau so, wie es da auch steht. Shift, Setup, auf die 1. Achtung, jetzt nicht die Bruchtaste wie vorhin, denn wir haben ja noch vor dem eigentlichen Bruch noch etwas davor stehen, also da drüber. Das heißt, wir müssen über Shift, Bruchtaste dahin, können vorne jetzt die 7 eingeben. Müssen nur ein bisschen nach rechts scrollen einmal mit der Cursor-Taste. Oben die 3, runter und unten die 4. 31/4 wieder umgeschrieben, SD-Taste. So könnt ihr entsprechend für euch, wie es euch am besten passt, Shift, Setup zwischen 1 und 2 entsprechend wählen.